Asterix und Obelix, der goldene Hinkelstein. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist nach langen Kämpfen von den Römern besetzt. Halt! Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf leistet dem Eindringling erfolgreich Widerstand. Ein kleines Dorf, umzingelt von Römerlagern, die Kleinbonum, Aquarium, Laudanum und Barbarorum heißen. Und in just diesem Dorf wohnen unsere Freunde. Der Krieger Asterix und der Hinkelsteinlieferant Obelix. An jenem Tag, an dem unsere Geschichte beginnt, herrschen Ruhe und Frieden in dem kleinen, tapferen gallischen Dorf. Am Hinkelstein, geliebt zu mein, dort hatten wir ein Stelldichein. Nein, du wirst nicht alles singen, war. Du wirst nicht singen! Hör auf, mich zu hauen! Du siehst doch, dass ich nicht mehr singe! Und wehe, du fängst wieder an, ja? Sonst fange ich auch wieder an. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass mir von deinem Gejaule die Ohren bluten? Unerhört, dass ein Barbar, bei dem jeder Hauch von Kultur auf taube Ohren stößt, so empfindliche Trommelfälle hat. Was hast du gesagt, Tubadix? Wie? Was, ich? Nichts? Oder doch? Du bist Schmied und niemand hindert dich daran zu schmieden. Aber ich bin Barde und ein Barde muss singen. Außerdem steht der große gallische Bardenwettstreit ins Haus. Und ich bin aus der Übung. Willst du da etwa mitmachen beim gallischen Bardenwettstreit? Ganz recht, mein Herr. Und ich werde nicht nur daran teilnehmen, ich werde sogar den ersten Preis erringen. Den goldenen Hinkelstein. Den goldenen Hinkelstein. Hey da, alle mal herhören. Das ist zu komisch. Asterix, Obelix, kommt schnell. Was ist los? Greifen die Römer an? Die Römer? Schick, schick, schick. Du, Asterix, ich muss nur rasch den Hinkelstein ausliefern. Nicht ohne mich anfangen. Die anderen sollen sich gedulden. Nein, Obelix, das ist viel, viel lustiger als Römer. Trubadix will beim gallischen Bardenwettstreit mitmachen. Ach so, das soll lustiger sein als Römer? Nichts ist lustiger als Römer. Außer Wildschweine vielleicht. Obwohl, Wildschweine sind leckerer, aber nicht lustiger. Stimmt das, Trubadix? Du willst am Wettstreit teilnehmen? Ganz genau, Asterix. Ja, ich will am Bardenwettstreit teilnehmen. Und ich nehme nicht nur daran teil, sondern werde ihn auch gewinnen, den goldenen Hinkelstein. Die Jury besteht nämlich weder aus Banausen und Barbaren, noch aus Schmieden und Hinkelsteinlieferanten. Ich bin es leid, ausgelacht zu werden. Schluss! Aus! Basta! Nicht doch! Warte! Niemand lacht dich aus, Trubadix. Ehrlich! Im Ernst? Doch, ich lache ihn aus. Und ich auch. Wenn zufällig weder Römer noch Wildschweine in der Nähe sind, will man ja trotzdem seinen Spaß haben. Haltet doch mal den Mund, ihr beiden. Es käme mir nie in den Sinn, dich auszulachen. Und mehr noch, ich begleite dich sogar zum Wettstreit, um deinem Triumph beizuwohnen. Oh, ehrlich, Asterix, du begleitest mich in den Kanutenwald, wo der Wettstreit stattfindet? Ja, Trubadix. Natürlich nur, wenn unser Chef Majestix das erlaubt. So was. Ich habe schon immer gesagt, du bist der intelligenteste von dem ganzen Haufen, Asterix. Nicht doch. Doch, doch. Der mit dem exquisitesten musikalischen Geschmack. Wohlan. Dann will ich mal meine Vorbereitungen treffen. Es soll nämlich noch heute losgehen. Wir sehen uns später beim Chef, ja? Bis gleich. Bis gleich. Ja, spinnst du jetzt, Asterix? Was ermutigst du ihn noch? Stimmt. Der singt nämlich wirklich schlecht, unser Barde. Der muss bloß ein Wiegenlied summen und schon gehen im ganzen Wald die Wildschweine stiften. Eben darum.
Wenn die Mitglieder der Jury seinen Gesang hören, sind sie imstande und machen ihn nieder. Und irgendwie vertritt er ja auch unseren Stamm, oder? Er lässt sich ganz bestimmt nicht von seinem Plan abbringen. Darum ist es am besten, ich begleite ihn, um ihn zu beschützen, wenn es zur Prügelei kommt. Was hast du gesagt? Wenn es zur Prügelei kommt? Ja, wenn es so ist, dann komme ich auch mit zum Wettstreit. Gut, dann bitten wir jetzt Majestix um seine Erlaubnis. Was? Er will allen Ernstes am Bardenwettstreit teilnehmen? Und nichts kann ihn davon abbringen, oh Majestix, unser Chef. Du kennst ihn doch. Ja, beim Teutrates. Und ob ich ihn kenne. Da werdet ihr beide alle Hände voll zu tun haben, um ihn zu beschützen. Miraculixe Druide, gib Asterix eine Feldflasche mit deinem Zaubertrank. Die übermenschlichen Kräfte, die er verleiht, wird er bitter nötig haben. Natürlich. Zwei Feldflaschen, ja. Oh nein, Obelix. Keinen Zaubertrank für dich. Du weißt genau, dass du als kleiner Junge hineingeplumpst bist und die Wirkung des Trunks bei dir ständig anhält. Puh, das ist echt so ungerecht, Miraculix. Wenn ich dem Barden beim Singen zuhören soll, brauche ich wenigstens ein winziges Tröpfchen davon. Mein armer Tropf, du hast einen ganzen Kessel davon im Bauch. Was? Stimmt ja gar nicht. So, ich wäre dann soweit. Gehen wir, Asterix. Ich möchte nicht zu spät zum Wettstreit erscheinen. Ja, wir gehen, Trubadix. Einen ganzen Kessel. Mögen die Götter mit euch sein. Mögen Teutates und Belenus euch beschützen. Und möge euch der Himmel nicht auf den Kopf fallen. Soll das heißen, ich bin dick? Los, los. Auf geht's, Obelix. Auf geht's. Yeah. Hinkelstein, Geliebte mein, dort wartet mir so? Ein Stell, die ich heiß, alles war. Hey ho, Trubadix. Wie? Was? Was ist denn? Hör lieber auf zu singen. Und weshalb, bitteschön? Also, nun, weil... Naja, für den Wettstreit solltest du deine Stimme schonen. Da ist was dran, Asterix. Wohlan, so lasst uns weiter unseres Weges gehen. Das ist ein hübscher Weg, nicht wahr, Asterix? Er riecht sogar gut. Nach Keile. Ja, aber ich würde sagen, es riecht eher nach Keile. Siehst du die Männer, die da hinten den Weg versperren? Du traust auch niemanden über den Weg. Vielleicht sind das nur normannische Studenten, die per Anhalter durch Gallien reisen. Halt! Geld oder Leben! Oh, klasse, Asterix! Echte Wegelagerer! Oh, die überlässt du doch mir, oder? Alle vier? Na klar! Die sind nicht genug, um zu teilen. Und die sind nicht mal besonders groß. Na schön. Aber mach schnell, ja? Hey, hört ihr nicht zu, wenn man mit euch redet? Nur ich sagte Geld oder... Komm ja schon! Aber was soll denn das? Was sind denn das für Manieren? Nein, nein, nein! Wollt ihr wohl meinen Kameraden loslassen? Los, hier! Lasst mich los! Er will uns nicht loslassen! Er will uns nicht loslassen! Leute, helft uns gefälligst! Während unsere Freunde ihrem Barden den Weg zum Karnutenwald ebnen, in dem der Wettstreit um den goldenen Hinkelstein stattfinden soll, liegt General Eukalyptus im befestigten Römerlager Barbarorum gelangweilt in seinem Zelt und sinniert vor sich hin. Oh ja, ich langweile mich. Wie öde ist diese abgeschiedene Garnison, in die mich Julius Caesar entsandt hat. Ich bin dazu geschaffen, in Rom zu leben, in den Thermen zu glänzen und dort Gedichten und Gesängen zu lauschen. Ah, Musik. Die Musik ist meine Leidenschaft. Musik würde mich über mein Exil hinweg trösten. Doch wenn ich einen meiner Legionäre anhalte, für mich zu singen, was bekomme ich dann zu hören? Ave, General, ihr habt gerufen? Keineswegs, Centurio Aedes Columbus. Ich habe nicht gerufen.
Ich habe lediglich über Sangeskünste nachgedacht. Ach so, General. Ich vermute, ihr denkt an den Wettstreit um den goldenen Hinkelstein, zu dem die besten gallischen Barden antreten. Den Wettstreit um den goldenen Hinkelstein, sagst du? Sicher, General. Der Wettstreit, der, wo ich meine, findet im Kanutenwald statt und... Dein Jupiter Centurio! Dieses kulturelle Ereignis entzog sich meiner Kenntnis. Hier erzählt mir auch keiner was. Nimm einen Stoßtrupp und begib dich sofort dorthin. So, dann ergreifst du den besten aller Barden und bringst ihn mir. Beim Merkur, General. Beim Wettstreit um den goldenen Hinkelstein einen Barden schnappen. Aber das sind doch Gallier, diese Barden. Und die Gallier, die, wo ich meine... Genug! Nimm dir alle Männer, die du zum Gelingen dieses Unterfangens für nötig erachtest, und besorge mir einen guten Barden. Sonst landest du im Zirkus. Aber... Wenn du nicht deines Dienstgrades beraubt im Sand der Arena enden willst, gehorche meinen Befehlen. Nun halt nicht Maul auf dem Pfeil, bis du degradiert wirst. Du kannst wegtreten. Ave! Während dieser Ereignisse... Die, wo ich meine, wie unser bedauernswerter Freund der Centurio sagen würde, obwohl er eigentlich von klein auf Latein gelernt hat, ist mitten im herrlichen Kanutenwald der Wettstreit um den goldenen Hinkelstein bereits in vollem Gange. Danke, danke, Leute. Und hier kommt auch schon der nächste Kandidat. Der Bade Phonographix, der euch Amorica vortragen wird. Hey! Ich bin so gern Amorica. Halt dich in der Amorica. Bin ich der Herr Amorica? Will ich rückkehren nach Amorica? Ja, wenn die Sackpfeifen blasen und eine Stimme erklingt, dann schlägt mein Herz immer schneller, weil es die Heimat mir bringt. Oh, ah, la la la, da 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 da, ja da da da, la la la, la la la, da da da, da 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 da, da da da, da. Oh, juhu! Zugabe, Zugabe, Zugabe! Später, hochgeschätztes Publikum, denn jetzt. Jetzt hören wir den Baden Eurythmics. Er singt für uns Hätt ich einen Hammer. Hätt ich einen Hammer, ich hämmerte ein Hühnengrab. Ich hämmerte die Däumen und stellte sie auf. Ich grübe eine Kammer, ich grübe ein paar Gruften. Und zwar für meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Oh, wir freuen uns schon drauf. Wir freuen uns schon drauf. Großartig! Ja, bravo! Und nun ist der Bade-Comedian Harmonix an der Reihe. Er bietet uns, ja, was wohl? Natürlich, Wochenend und ein Wildschwein. Mit am Spieß ein Bratwildschwein brauchst du mir zum glücklich sein. Wochenend und Hinkelstein und mit Wildschwein im Wald allein. Mehr brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Hinkelstein. Tief im Wald nur ich und du. Teutates drückt dein Auge zu. Denn es schenkt uns ja zum glücklich sein. Wochenend und Hinkelstein. Donnerwetter, die singen gut, diese Baden. Findest du nicht, Huberdix? Warte, bis ich meinen Auftritt habe, dann kannst du was erleben. Dann bringe ich diesen Laden zum Kochen. Und ob der kochen wird, der wird sogar überkochen. Meinst du nicht, Asterix? Ja, ich meine, es ist besser, ich trinke jetzt ein Schlückchen Zaubertrank. Gleich bin ich dran. Hey, Asterix, du überlässt mir doch die ersten drei Reihen, ja? Du nimmst, was kommt, Obelix. Die Plätze sind nicht nummeriert. Aber ich hab reserviert, mein Lieber. Außerdem sollten die Lieber ihre Knochen nummerieren. Man gibt mir ein Zeichen. Ich bin dran. Uiuiui. Oh,
hab ich Lampenfieber. Gut, dann will ich mal. Ach, eigentlich sollte das Publikum Muffensausen haben. Halt den Mund, Obelix. Los, Trubadix, nur Mut, wir sind ja da. Achtung, Achtung, verehrtes Publikum. Wir kommen nun zu unserem letzten Kandidaten, dem Barden Trubadix, der uns seinen großen Erfolg singt am Hinkelstein. Juppie! Am Hinkelstein, geliebte mein, dort hatten wir ein Stelldichein. Alles auf! Weg mit ihm! Hört, ich warne euch! Wenn ihr nicht aufhört, gehe ich! So ist das! Ihr Barbaren! Ignoranten! Ich habe euch gewarnt. Ich gehe und überlasse euch eurem traurigen Geschick. Ihr verdient mich nicht. Lebt wohl! Der beleidigt uns! Auf ihn, beim Poitatus! Macht ihn mundtot! Lasst ihn nicht entwischen! Wir sind dran, Obelix. Nimm die Finger aus den Ohren. Warum? Ist er fertig mit Singen? Ja, der Tanz geht los. Trubadix hat gerade den Abgang gemacht. Wir müssen das Publikum daran hindern, ihn fertig zu machen. Unser Auftritt, Obelix! Besitzt die beiden! Das soll euch gar nicht kümmern! Runter von der Bühne und ab nach Hause! Die Vorstellung ist vorbei! Ihr verpasst sonst noch den letzten Ochsenkarren! Mich holt so schnell keiner hier runter! Los, Jungs, den beiden bringen wir bei, das Publikum zu respektieren! Das bringen wir schnell über die Bühne, nicht wahr, Asterix? Wir können's machen! Bitte nicht reinhüllen, der Nächste bitte! Es ist genug für alle da! Weißt du, das ist das erste Mal, dass ich mich auf der Bühne prügel, Asterix! Das antike Theater hat schon was, oder? Hier, fang! Wenn ich bedenke, dass ich mit einem VIP-Ticket hereingekommen bin. Gut, mit dem Parkett sind wir praktisch durch. Dort kommt der Balkon. Alle Geradezahlen hierher! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass hier die Plätze nicht nummeriert sind, Obelix? Deshalb herrscht so ein Durcheinander. Schau, was für ein Geschiebe! Hey, ihr da nicht vordrängeln! Stellt euch gefälligst an! Ist das die Schlange für die Getränke? Na gut, sind alle bedient? Ich glaube, das waren die letzten, Obelix. Aber vielleicht können wir ein paar wiederbeleben. Ich finde die Vorstellung ein bisschen kurz. Nein, wir müssen Trubadix finden. Ich glaube, er ist in die Richtung gelaufen, kurz bevor die Rauferei losging. Die Rauferei? Welche Rauferei? Los, komm, Obelix. Doch wo steckt Trubadix? Tief gekränkt von der hinterwäldlerischen Reaktion seines Publikums ist der Barde von der Bühne verschwunden. Jetzt eilt er verbittert und von gerechtem Zorn erfüllt durch den Karnutenwald. Leider schwant ihm nicht, dass sich der Feind im Unterholz versteckt, ihm auflauert und Böses im Schilde führt. Wilde! Die verstehen nichts von wahrhaft schöner Musik. So wahr ich der Beste, der Größte, der Herrlichste aller Barden bin. Habt ihr gehört, Centurio? Ja, los, hopp, den kaufen wir uns. Achtung, er kommt! Jetzt! Ergreift ihn! Wollt ihr mich wohl loslassen? Ihr werdet... ich verstehe. Das ist eine Intrige. Ein Ränkespiel. Man will mich daran hindern zu singen. Doch ich warne euch, ich lasse mir das Singen nicht verbieten. Nein, du wirst nicht singen. Oh. Ja. Leg diesen Kerl in Ketten, dann schaffen wir ihn zum General. Ich... Jetzt ist Ruhe. Ihr habt euren Helm verloren, Centurio. Sollen wir ihn suchen? Nix. Nichts suchen wir, außer das Weite. In diesem Wald gibt es zu viele Geier. Los, abmarsch! Musik
Damit lag der Centurio keinesfalls falsch. Denn im Kanutenwald muss man nicht lange suchen, um auf ein paar Gallier zu stoßen. Und tatsächlich treffen am selben Ort, wo gerade noch die Römer ihr schändliches Tun verübt haben, kurz darauf zwei Gallier ein. Ach, Theater ist doch was Feines. Wir sollten eigentlich öfter hingehen, findest du nicht? Wir könnten Vorführungen im Dorf veranstalten, vielleicht sogar ein Festival. Wir lassen von überall her Leute kommen und verhauen sie dann zum Spaß. Ich bin sicher, dass man damit sogar auf Tournee durch die Provinz tingeln könnte. Hörst du mir eigentlich zu, Asterix? Wo steckt Trubadix bloß? Weit kann er doch nicht sein. Diesen Teil des Waldes haben wir jetzt abgesucht. Am besten rufen wir ihn. Trubadix! 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 Juhu! Was ist das? Da liegt doch ein Helm. Oh Mann, was die Leute nicht alles rumliegen lassen, wenn sie im Wald picknicken. Das ist ein Römerhelm. Und schau dir den Boden an. Fußspuren. Hier wurde gekämpft. Der Helm gehört einem römischen Centurio. Glaubst du? Ich weiß es. Die Römer haben Trubadix entführt. Boah, die spinnen die Römer. Hier, siehst du die Inschrift im Helm? Zweite Kohorte, erste Zenturie, Lager Barbarorum. Das Lager Barbarorum. Dort finden wir unseren Baden. Oh, fein, fein, fein. Das Lager ist rappelvoll mit Römern. Ich trinke den Rest Zaubertrank aus meiner Feldflasche. Dann nichts wie hin. Unterdessen meldet sich ein stolzer, glücklicher und barhäuptiger Centurio zum Rapport im Zelt seines Generals. Ave, General. Was soll das? Man tritt ohne Helm vor seinen General? Man vernachlässigt sein Äußeres? Weißt du, dass du dafür im Zirkus landen kannst? Hast du wenigstens deinen Auftrag ausgeführt? Ich ging, ich sah, ich siegte, General. Was? Soll das heißen, du hast... Ja, General. Ich bringe euch einen Baden. Den besten aller Baden. Den größten aller Baden. Den herrlichsten aller Baden. Doch die Schlacht war erbittert. 40 der unseren waren vonnöten, den Widerstand des Künstlers zu brechen. Übrigens war es im wilden Schlachtengetümmel, dass ich meinen Helm verlor. An der Spitze meiner Männer, während ich meine fabelhaften Führungsqualitäten unter Beweis stellte. Gegen einen entfesselten Feind, der... Schon gut, schon gut. Eine Belobigung ist dir gewiss. Bringe mir nun rasch das Objekt meiner Begierde. Schaff das Paket herein, Männer. Für einen entfesselten Feind ist er jedenfalls gut verschnürt. Bindet ihn los. Losbinden! Nehmt auch seine Fußfesseln ab. Die Fußfesseln? Und jetzt entfernt den Knebel. Seinen Knebel. Haha! Nun wird mir klar, was hier gespielt wird. Meine Konkurrenten haben die Römer zu Hilfe geholt, um meine Teilnahme am Wettstreit um den goldenen Hinkelstein zu verhindern. Beim Teutates, wie hinterhältig. Was erzählt er da? Ich weiß auch nicht. Oh, wie ich euch alle verachte. Euren goldenen Hinkelstein könnt ihr behalten. Ein wahrer Künstler bedarf solcher Kinkerlitzchen nicht. Hör mal, Centurio, hast du ihn bei der Gefangennahme etwa ein wenig auf den Kopf geschlagen? Kleines bisschen. Kaum. Ganz taktvoll. Aha. Solche Dinge sind nun mal empfindlich. Sicher hast du ihn beschädigt. Nun, wir werden sehen. Sing, Barde, sing! Wenn du singst, wirst du belohnt, reich belohnt, Barde. Ah, du hättest gern, dass ich singe, Römer. Oh ja. Du möchtest, dass ich dich umschmeichle mit den harmonischen Klängen meiner unvergleichlichen Stimme. Oh ja. Es würde dir Vergnügen bereiten, wenn ich deine Ohren mit jenem Wohlklang ergötze, der mich zum Phönixvogel im Waldrevier macht. Oh ja. Das kannst du vergessen.
Ah, sing, 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 Bade. Der General hat gesagt, du sollst singen. Wirst du wohl singen? Sing! Lass ihn, er ist kaputt. Da trage ich dir auf, mir einen Barden zu besorgen und zack, machst du ihn kaputt. Aber General, soll ich noch einmal kurz draufhauen? Manchmal funktionieren sie nach einem kleinen Klaps wieder und... Nicht genug damit, dass du mit einem kaputten Barden zurückkehrst. Du wagst es auch noch, ohne Helm vor mich zu treten. Ach, Bursche, reden wir noch mal über den Helm. Während der Centurio im Zelt des Generals mit Problemen zu kämpfen hat, muss am Tor auch die unterste Ebene der militärischen Hierarchie einigen Widrigkeiten ins Auge blicken. Halt! Ihr könnt hier nicht vorbei! Na, 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 und ob wir vorbei können? Die spinnen die Römer. Soll ich vorher anklopfen, Asterix? Natürlich, Obelix, man will ja höflich sein. Bleib stehen! Das ist ein Befehl! Stehen bleiben! Zum letzten Mal! Nun lass ihn doch. Warum stellst du die Wache wieder auf? Naja, ich finde, er ist nicht ganz auf dem Posten. Schluss damit, Obelix. Wir sind nicht zum Spielen hier, sondern um Tobadix zu finden. Er schwebt vielleicht in Gefahr. Los, komm, wir wollen keine Zeit verlieren. Na schön. Alarm! Das Lager wird angegriffen! Zu Hilfe! Alarm! Alarm! Hey, alle mal hierher! Alarm! Los, Beeilung! Schnell! Aber Obelix, was brüllst du hier so rum? Du hast doch gesagt, dass du keine Zeit verlieren möchtest. Also je eher alle hier sind, desto früher sind wir fertig. Ach so, sehr pfiffig. Da kommen sie ja schon. Und schön in Reih und Glied. Eins muss man ihnen lassen. Manövrieren können sie. Im Karree! Bildung anlegen! Zum Angriff! Erste, zweite, dritte Kohorte! Attacke! Siehst du? Eins, zwei, drei. Die sind wenigstens nummeriert. Ich übernehme die ersten drei Reihen. Hier oben! Hier, Jupiter! Hier, Caesar! Die sind für dich. Vorwärts! Schön geordnet! Geordnet! Da hinten ragt doch ein Kopf heraus. Wisst ihr, was der euch sagt, der Kopf? Also mir sagt der Kopf gar nichts. Was denn? Oh, Gnade! Ich weiß nicht, was meinst du, Asterix? Schon gut, wir haben verstanden. Erste, zweite, dritte Kohorte, rette sich, wer kann! Die treten den Rückzug an, schnell! Wir müssen uns einen von ihnen schnappen. Du! Komm mal her, Freundchen! Hey, lass mich los! Mich wohl loslassen! Na, hast du hier einen Gallier gesehen? Du, soll das ein Witz sein? Seit vorhin sieht man hier nur noch Gallier! Wo steckt dein Chef? Der General? Der ist in seinem Zelt dort drüben. Das mit den Sternen. Lass den mich jetzt los! Ja. Gut. Los, komm, Obelix. Aber wir sind hier doch noch gar nicht fertig. Na gut, gehen wir. Ah, das ist das Zelt. Lass uns reingehen. Beim Jupiter! Wie könnt ihr es wagen, einfach so ins Zelt eines Generals zu platzen? Wir bringen dir einen Helm. Ich glaube, der gehört einem deiner Männer. Oh, von diesem Helm will ich nichts mehr hören. Wollt ihr etwa sagen, dass ihr ein befestigtes Römerlager angegriffen habt, nur um einen Helm zurückzubringen? Ivo, nicht doch. Wir suchen... Oh, da bist du ja, Trubadix. Sicher. Und? Die haben dir doch nicht etwa wehgetan. Nein, 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 Asterix, nein. Die können mir nichts anhaben. Dazu verachte ich sie zu sehr. Was fällt dir eigentlich ein, römischer General, unseren Baden zu klauen? Das war ich nicht. Das war er. Oh nein, bei allem Respekt, General. Ich habe auf euren Befehl gehandelt. Die Verantwortung eines Untergebenen. Das ist keine Entschuldigung, Centurio. Blinder Gehorsam, wie ihr seht. Hey, seid ihr bald fertig, ja? Wir nehmen unseren Baden mit. Und dass ich euch nie wieder dabei erwische. Ah, mir reicht es sowieso. Jawohl, ich gab Befehl, diesen Barden zu entführen, auf dass er mir mit seinem melodischen Gesang die Langeweile vertreibe. Doch du hast mir eine andere Gelegenheit zur Zerstreuung verschafft. Dieser Affront liefert mir einen Vorwand, um alle römischen Garnisonen Galliens in dieser Gegend aufmarschieren zu lassen. Das bedeutet Massaker, Terror, Krieg. Das lag nicht in unserer Absicht, General. Doch wir können unseren Freund nicht im Stich lassen. Ich hoffe, du überlegst es dir noch einmal. Los, komm, Trubadix.
Und nachdem ich gesiegt habe, werden die besten Barden Galliens für mich singen. Warte, warte, Asterix. Bevor wir gehen, zeige ich diesem Barbaren, was ihm entgeht. Hier, höre. Sperr deine Ohren weit auf, Römer. Und ich brauch was auf die Ohren. Am Hinkelstein, geliebter. Singt er immer so? Oh ja, immer. Und er ist der Beste, der Größte, der Herrlichste aller Barden? Hört mal, dürfte ich vielleicht weiter singen? Oh nein, oh nein, oh nein! Oh doch, oh doch, oh doch, Trubadix. Wenn der General den Krieg will, soll er wenigstens wissen, wofür. Wohlan, also los. Am Hinkelstein, geliebter Mein, dort hatten wir... Wartet, wartet, das war doch nur so dahergeredet, nicht wahr? Wie wär's, wenn wir einen kleinen Waffenstillstand schließen, quasi einen Friedensvertrag? Jeder kümmert sich um seinen Kram und alle sind zufrieden, ja? Centurio, leg den Helm weg und bring uns Schreibzeug und eine Amphore guten Weines. Schreibzeug und Wein, sofort. Kommt, legen wir uns zu Tische. Ihr auch, Herr... Obelix, nimm die Finger aus den Ohren, der General redet mit dir. Was? Bei ihrer Rückkehr ins Dorf bereitet man unseren Helden einen begeisterten Empfang. Nicht nur, dass Asterix und Obelix den Barden Trubadix gesund und munter zurückgebracht haben, sie haben auch der ganzen Region die größte Wohltat von allen beschert, Frieden. Darum wird ein großes Bankett angerichtet. Man schmaust bis spät in die Nacht und ein Wildschwein folgt dem anderen. Her mit dem Nachfolger! Cervisia und Med fließen in Strömen. Zu vorgerückter Stunde ergreift Majestix mit hörbaren Schwierigkeiten das Wort. Um dir zu danken, Trubadix, unser Barde, haben wir beschlossen, dir ein kleines Andenken zu schenken. Asterix, hier, gib ihm das Ding. Hier, Trubadix, ein goldener Hinkelstein. Für mich? Oh, dann wisst ihr meine Kunst also doch zu schätzen. Oh, dafür ehre ich euch mit einem Ständchen. Oh, das muss doch nein, nicht sein. Nein, kein Ständchen. Los, Nein, 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 n